Damit ihr aufhört zu fragen, auf welche Festivals ich dieses Jahr gehe bzw. gegangen bin, hier ein Video zu meinen 2018 Festivalerfahrungen. Viele nehmen irgendwie an, dass ich auf total viele Festivals gehe, aber in Wahrheit gehe ich auf maximal zwei. Im Juni war ich auf einem kleinen Festival in der Nähe von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Diesen Monat war ich allerdings mit vier anderen Personen zum ersten Mal auf einem Festival im Ausland und zwar auf einer kleinen kroatischen Insel. Das Festival hieß Gulasch. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich den Namen sagen soll, weil es immer welche gibt, denen das nicht passt. Simon, es wird das Festival voll Mainstream. Dann habe ich mich aber doch dafür entschieden, weil ich Bock hatte. Bevor wir zum Festival selbst kommen, erstmal ein paar Worte zu unserer außergewöhnlichen Unterkunft. Müsst ihr die Zahnspange nicht raus zusammen? Nee. Eine der nervigsten Sachen auf den meisten Festivals ist, dass man sich sehr schnell räudig fühlt, weil es dort keine richtige Duschgelegenheit gibt und auch keinen richtigen Schlafplatz. Deswegen haben wir uns bei diesem Festival hier in Kroatien bzw. auf einer kroatischen Insel ein sehr, sehr geiles Zelt gegönnt. Man hat direkt mit Meerblick. Ja, hier ist so ein Vorgarten, wie nennt man das? Wintergarten, wollte ich gerade sagen. Ja, also hier haben wir eine richtig geile Küche. Dann natürlich hier ein normales Bett. Ja, das hier ist das Herzstück unseres Zelts, also die Dusche, sehr, sehr wichtig. Also es ist einfach so geil, sich auf einem Festival duschen zu können. Also für eine Wohnung ist es eher normal, aber eigentlich ein richtig krasses Zelt, muss ich sagen. Wenn man für Festivals über Ländergrenzen muss, überlegt man sich natürlich zweimal, ob man da Drogen mitnehmen will. Ich weiß nicht, ob ich wegen diesem Kanal hier schon auf irgendeiner schlimmen Liste stehe. Jedenfalls hier die Story, wie unsere Sachen besonders genau untersucht wurden. Als wir hier in Kroatien ankamen, war das hier in unserem Koffer. Das ist ein Koffer mit dem Bescheid, dass er untersucht wurde. Also den Koffer, den wir abgegeben haben. Und aber die haben nichts gefunden. Nicht, dass sie was hätten finden können, natürlich nicht, auf keinen Fall. Vor dem Flug habe ich mich extra genauestens darüber informiert, wie diese Scanner funktionieren. Ich habe geschaut, was auf welcher Farbe angezeigt wird, was sind sozusagen kritische Gegenstände. Eine Sache, die zum Beispiel als kritisch klassifiziert wurde, war Marzipan, weil auf den Scannern schaut Marzipan genauso aus wie Plastiksprengstoff. Und deswegen habe ich extra kein Marzipan mitgenommen. Aber ich frage mich jetzt natürlich, was von meinen mitgenommenen Sachen der kritische Gegenstand war. Welcher Gegenstand schaut so aus wie irgendetwas sehr Gefährliches, was man nicht auf dem Flug mitnehmen kann? Hier seht ihr meinen Koffer und die Sachen, die ich so dabei hatte. Ja, aber falls sie doch was hätten finden können, war es zu gut versteckt. Wahrscheinlich schauen die aber sowieso am Flughafen eher nach Dingen wie Bomben oder sowas. Wobei ich mich frage, wer will denn bitte Kroatien in die Luft springen? Voll ihr Dissert Kroatien, aber es ist doch bestimmt null auf dem Radar von den Terroristen. Falls ihr Terrorist seid, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, Kroatien. Nee, ist das, das hört sich irgendwie ein bisschen so komisch an, wenn ich das sage. Ich frage mich mal, ob es besser ist, Drogen ins Handgepäck mitzunehmen oder zu den Sachen, die man abgibt. Schreibt mal in die Kommentare, was besser ist und mit einer Begründung, weil, ja, würde mich mal interessieren. Bevor man auf das Festivalgelände geht, ist es äußerst empfehlenswert, sich zu tätowieren. Yo, hier sind richtig geile Tattoos, die wir uns jetzt machen. Kann man das auf Amazon kaufen? Ja. Ja, Affiliate Kauflink zu geilen Tattoos in der Videobeschreibung. Sehr geil für Festivals. Mal ob das... Ja, ich und der zweite Nippel. Oh la la, seriously? Das hebt doch nie. Location-mäßig war das Gulasch-Festival das bis jetzt geilste Festival, auf dem ich war. Das Festivalgelände direkt am Strand,
sodass Strandurlaub und Festivalfeeling kombiniert werden. Fußweg entfernt von Supermärkten, Restaurants, Eisdielen, weiteren Stränden und potenziellen Airbnb-Unterkünften. Hier hinten ist direkt das Meer. Hinten ist das Meer. Was will man mehr? Wenn man sich nur kurz ausruhen wollte, war der Weg aber noch kürzer, denn es gab direkt auf dem Festival ein sehr chilliges Hängemattenparadies. Die Musik war gefühlt zur einen Hälfte eher elektronisch und zur anderen Hälfte eher sowas hier. Wenn man was in Richtung Psytrance hören wollte, musste man da mit einem Boot auf die Solar Stage fahren. Für mich als jemand, der kein Alkohol trinkt, gab es zu wenig nicht alkoholische Getränke. Von einem Festival, das schon sehr affin für andere Drogen zu sein scheint, bin ich das eigentlich nicht gewohnt. Am Freitag gab es bei der Solar Stage sogar für viele Stunden kein Kanister mit Gratiswasser mehr, so dass kostenpflichtiges Tonic Water die einzige nicht-alkoholische Option war. Besonders wenn man bedenkt, dass das die Stage war, wo die Menschen am ehesten auf MDMA waren, ist das schon etwas fahrlässig von den Leuten, die da nicht rechtzeitig Nachschub organisiert haben. Doch was für Drogen gab es auf dem Festival? Am ersten Tag wurde mir 9 Milligramm 2CB in mein Wurstbrot gemischt. Das war schön. Am zweiten Tag gab es MDMA im Wurstbrot, aber verhältnismäßig wenig. Circa 90 Milligramm, aber über die ganze Nacht verteilt. 40 Milligramm war die höchste Menge, die mir auf einen Schlag untergemischt wurde. Auf höheren Dosen Emma hat man natürlich mehr unglaubliche Glücksgefühle, aber dafür hat so eine niedrigere Dosis eine sehr schöne Entspanntheit. Und ich hatte nie so eine Phase, wo mir schlecht wurde oder ich panisch wurde, was mir bei höheren Dosen immer zu Beginn der Erfahrung passiert. Am dritten Tag wurde mir wieder 2CB untergemischt, aber diesmal so 16 Milligramm. Dieser Abend war für mich der geilste. Manchmal überlege ich mir, mit MDMA komplett aufzuhören und nur noch 2CB auf solchen Veranstaltungen untergemischt zu bekommen. Durch dieses Festival-Setting war die Wirkung von 2CB auch sehr viel mehr MDMA-mäßig, als wenn ich es nur in der Natur genommen habe. Das war das erste Festival seit Jahren, wo ich kein Weed konsumiert habe. Die Untermischgang konnte da irgendwie nichts auftreiben, hat es aber jetzt auch nicht so krass versucht. Das fehlende Weed hat mich eigentlich nicht wirklich gestört. Vergesst nicht, nur weil ich jetzt auf dem Festival keine nennenswerten Nebenwirkungen von den genannten Drogen hatte, ändert das nichts an der Tatsache, dass Drogen sehr gefährlich sind und viele Nebenwirkungen haben. Also informiert euch ausführlichst über diese. Dieses Festival ist besonders zu empfehlen für Menschen, die eigentlich Festivalmuffel sind, weil sie das Campen nicht mögen. Mich nervt das Campen zugegebenermaßen auch richtig krass. Campen ist was für euch jungen Hüpfer, aber nichts für fast 30-Jährige wie mich. Das Festival war fast so geil, wie es ist, diesen Kabal abonniert zu haben und dem Video 5 Sterne zu geben. Alter, krass! Ey, das Handy hat ein Licht in die Richtung. Es hat ein Selfie-Licht, das wusste ich gar nicht.